Mein rechter Platz ist leer. Ich wünsche mir die... Nee, die AfD wünscht sich offenbar keiner her im Abgeordnetenhaus. Niemand will neben den Nationalkonservativen sitzen. In den vergangenen Wochen hat es deshalb Knatsch gegeben zwischen den Parteien. Und nun? Nun stehen die Stühle. Und zwar so, ganz rechts außen die AfD und neben ihr die FDP. Die wollte zwar lieber links von der CDU sitzen, aber die Union hat sich offenbar durchgesetzt. Nun könnten die Freien Demokraten zwar in der ersten Sitzung des neuen Parlaments nochmal darüber abstimmen lassen, aber da wären sie wohl chancenlos.